So, Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir haben jetzt Viertel nach zwei. Ich habe mir gedacht, komm, level noch ein bisschen, bleib noch ein bisschen wach. Bin jetzt auf Level 41, den Skin dann eben freigeschaltet. Aber ihr wisst auch, die EM hat heute angefangen, beziehungsweise jetzt schon gestern. Und Italien hat gegen Türkei 3-0 gewonnen. War eigentlich ein recht interessantes Spiel. Ich dachte eigentlich, es geht enger aus. So, ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel über die EM, sondern gucken uns eher mal die neuen Skins an. Nämlich einmal Harry Kane und Marco Reus. Dann bei Harry Kane ist der Harry Kane als Rückenaccessoire. Und bei Marco Reus ist diese Tasche dabei. Dann einmal das auch bei Harry Kane dabei. Und bei Marco Reus ist das Emote dabei. Wie gesagt, die Sachen gibt es komplett als Paket für 2300 V-Bucks. Oder aber jeweils für 1600, falls ihr keinen Bock habt auf das Emote und Harry Kane, sondern nur Marco Reus. Dann habt ihr allerdings, wie ihr seht, nur den Skin, Rückenaccessoire und Emote. Muss euch halt im Klaren sein. Nicht, das heißt, ich hab's nicht gesagt. So, was haben wir des Weiteren drin? Die Schlürfentine mit passendem Rückenaccessoire. Ich finde den Skin eigentlich so nice. Ich spiele ihn nur nicht. Ganz komisch. Dann die männliche Variante, Dr. Schlürfenstein. So, dann die tropfende Axt. Ach, da hat alles angefangen damals. Und dann Schlappohr, natürlich wieder in den zwei Varianten. Einmal die normale und dann die Schwarz-Weiß-Variante. Dasselbe natürlich beim Rückenaccessoire, muss hier schön zusammenpassen. Und dann haben wir den Knurrer auch wieder zurück. Einmal, wie gesagt, auch in der normalen Variante und in der schwarz-weißen Variante, genauso wie das Rückenaccessoire. Ist schon okay. Also kann man spielen, sagen wir mal so. Dann die Pickaxe Presslufthacker. Dann haben wir Flauschsegel wieder drin. So, das hatten wir schon. Und dann ist das Sonnensoldatenpaket wieder zurück für 2400 V-Bucks. Einmal Sonnenvogelskin, dann ein Hypnor, leck mich am Besen, Hypnor-Skin, dann das passende Rückenaccessoire für sie, dann der passende Kleider, passende Rückenaccessoire für ihn und die Pickaxe noch dabei. Ja, ist halt, passt halt jetzt eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit rein, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Das Ganze halt für 2400 V-Bucks. Die Einzelpreise seht ihr ja. Also, wenn ihr euch eh für das Paket interessiert, dann holt euch lieber das Paket anstatt nur Skin und Kleider zum Beispiel. Und dann haben wir des Weiteren die Rächerin drin. Ich habe sie damals mal aus Versehen gekauft, aber ich finde die immer noch nice. Finde die immer noch vollkommen in Ordnung. Dann Elmira auch wieder drin mit ihren vier Stilen. Also der Skin lohnt sich eigentlich wirklich. Weil für vier Skins in Anführungszeichen, weil die sehen sich ja eigentlich nicht wirklich ähnlich. Das ist ja wie immer ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dasselbe natürlich beim Rückenaccessoire. Dann haben wir eine neue Tarnung. Ist das die neue? Ja. Das ist die neue Tarnung. Hä? Ist doch nicht neu. Ne, die ist wieder zurück. Ich wollte gerade sagen. Royal Air Force. Na gut, ist halt in meinen Augen eine normale Tarnung. Und dann gut schütteln. Dann das Emote hat komischerweise Copyright. Und oberpeinlich. Und sonst hat sich eigentlich nicht viel im Shop getan. Marshmallow drin, Major Laser Paket natürlich drin. Kein Travis Scott, aber alle TikTok-Emotes. Dann Harley Quinn mit Deathstroke Zero. Dann Flash-Paket da, wie immer, Black Manta darf nicht fehlen. Catwoman, dann Beast Boy, dann Batman Zero, Catwoman Zero und letzter Lacher-Paket, genauso wie das normale Batman-Paket. Also es hat sich nicht viel getan. Wer mich unterstützen will, wisst ihr, gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-FamilyHack. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und in dem Sinne euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Leveln. Ich denke mal, heute Samstag werde ich ein bisschen streamen, also seid gespannt. Und den Skin hier, ja, kaufe ich mir das ganze Paket. Ja, es muss sein. Tut mir leid. Also, in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Ich teste jetzt erstmal den Skin noch ein bisschen. Und in dem Sinne, haut rein.